Willkommen in Grand Rapids, Michigan. In der American Hockey League spielen und lernen die Stars von morgen. Und das alles für den großen Traum, eine Karriere in der NHL. Schnelles Eishockey. Hartes Eishockey. Und natürlich die große Show. Und wir besuchen den Deutsch Nummer 6 Pick, Moritz Seider. Ich glaube ganz einfach, Moritz Seider ist eines der größten deutschen Eishockey-Talente immer noch. Und das, obwohl er jetzt schon eine Entwicklung genommen hat. Wenn wir mal zurückgehen, wie wir ihn auch kennengelernt haben in der deutschen Eishockey-Liga, da war er 17 Jahre alt. Der hat sich aber wahnsinnig in der Saison gesteigert, ist deutscher Meister geworden mit Mannheim, hat immer mehr Eiszeit bekommen, war bei der Weltmeisterschaft, hat da 2 Tore erzielt, ist ganz weit vorne gedraftet worden und jetzt geht die Reise quasi weiter. Also es ist mit die interessanteste Persönlichkeit, weil die Entwicklung quasi jetzt zum Greifen nahe ist. Ja, jetzt darf ich dich begrüßen. Hi Mo. Servus. Schön, dass du Zeit hast für uns. Ja, schön, dass du da seid. Ein paar Tage. Ja, lass uns mal Grand Rapids zeigen. Wie sehr würdest du sagen, bist du insgesamt schon angekommen hier in den USA? Ja, schon, würde ich sagen. Bin voll dabei. Das Englisch wird jeden Tag ein bisschen besser. Und ja, mir gefällt schön, ein bisschen Schnee zu haben, anders wie zu Hause. Von daher ist es eine unglaublich schöne Abwechslung. Es ist gut kalt, es hat so minus 5 Grad, würde ich sagen. Ja, schon. Winter? War auf jeden Fall schon kälter, aber solange der Wind nicht so schlimm bläst, ist das alles noch akzeptabel. Hast du überhaupt Zeit, so die USA und Grand Rapids zu genießen? Ja, schon. Natürlich findet man schon irgendwo seine Zeit, wo man einfach mit den Jungs mal ein bisschen rumfährt und sich ein bisschen was anschaut. Wir haben 2 größere Malls, die so im 10-Minuten-Umkreis sind. Von daher verbringen wir da auch schon die eine oder andere Minute. Ja, es wird kalt. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Sehr gern. Also ich glaube, was viele Leute nicht verstehen, ist, wie der Umgang der Spieler miteinander in der Kabine ist. Für mich war es das Höchste, für mich war es das Lustigste, für mich war es das Schönste. Ja? Andere würden sagen, das ist eine Anzeige wert, ja? Wie man da miteinander umgeht zum Teil. Ist auf der einen Seite sehr witzig, ist aber auch sehr, sehr hart, muss man klar sagen. Und es geht natürlich noch eine Stufe weiter, wenn du als deutscher Spieler nach Nordamerika gehst. Also das heißt, du hast einfach nicht per se den Stellenwert, ja, weil das deutsche Eishockey da nicht so angesehen ist. Da musst du schon auch Mut haben, Kraft haben und Persönlichkeitsstärke haben, dass du da dagegen hältst und dich nicht unterkriegen lässt. That's so sick, that move, ey. No, do this. Wow. Okay. Ah, you go.
wir erstmal kurz über das Training reden. Ganz am Anfang, was war los? Du hast einen Hit gekriegt vom Coach. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, heute waren alle ein bisschen motiviert. Es ist nicht so oft, dass deutsches Kamerateam hier ist. Also, Bro, wer checkt mich door? First, I hit Adam. He hit me so hard that the door went open. What's wrong with him? Vielleicht wollte ich mal kurz zeigen, wo der Hammer hängt, aber keine Ahnung. My first impressions of him were a great, young, hungry kid. He's enthusiastic. He's very comfortable with who he is. Very confident, but not very cocky. You know, he's a very outgoing guy, and he loves being at the rink. He's a hockey player, and every day he comes to the rink with a big smile on his face with the aim to get better. Ja, interessant. Grand Rapids hat einen Trainer, der in Deutschland selber schon mal gespielt hat. Ben Simon war mit Iserlohn ein Jahr aktiv, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, weil der kennt das europäische Eishockey, insbesondere auch das deutsche Eishockey. Und oft ist es bei Trainern oder Verantwortlichen so, dass die nur in Nordamerika denken. Das ist bei ihm anders, und ich glaube, das ist durchaus ein Vorteil für Moritz Seider. Du warst am Anfang der Saison ja im Trainingscamp in Detroit. Wenn du so das Level vom Training vergleichst hier mit der American Hockey League, wie würdest du das vergleichen? Ja! Ist auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Natürlich liegt der Fokus mehr auf den Spielen. Wir haben 76 Saisonspiele, von daher, oftmals ist man einfach nur für 30, 45 Minuten auf dem Eis. Man arbeitet sein Zeug ab, geht über die D-Zone, vielleicht redet man noch über zwei, drei Face-off-Plays und das war's. Von daher ist natürlich der Fokus mehr auf dem Spiel und auf dem Bereitsein, dass die Beine frisch sind am Wochenende dann. Ist das vielleicht auch der größte Unterschied, was Training betrifft, zur deutschen Eishockey-Liga? Ja, ich glaube einfach, der Unterschied ist, der Fokus in der deutschen Liga liegt mehr auf dem Training, weil du einfach weniger Spiele hast. Du hast die Zeit in der Woche zu trainieren. Wir spielen meistens 3 bis 4 Spiele in der Woche, von daher ist natürlich da Training mehr ein bisschen hinten dran, aber ist natürlich auch unheimlich wichtig für uns. I think that he sees the game through an offensive mind. I think that he's getting extremely better defensively. I think that he competes, and I think anytime you get a young, hungry kid that's willing to compete, he plays physical. He's not afraid to go into hard areas. He's really just a pleasure to coach because he's very receptive to learning, and he's done a really good job, I think, from day one, getting better on a daily basis. Insgesamt, was aufgefallen ist im Training, ihr habt unheimlich viel Stuff auf dem Eis, du kriegst auch sehr viel Impact. Ist das grundsätzlich was immer so ist, oder war das heute so, weil die Jungs von Detroit da waren? Ja, also schon. Wir bekommen oft Besuch, einfach so ein bisschen zu chatten, einfach so ein bisschen zu reden und so ein Feedback zu bekommen. Und ja, es ist einfach immer schön, wenn man Leute mit auf dem Eis hat, die gerade erst aufgehört haben, die unheimlich viel Erfahrung haben, die dir einfach so kleine Tipps geben können. Vielleicht ist es einfach nur irgendeine Handbewegung, die man ändern muss, damit man eine Sekunde mehr hat. Von daher versuchen wir das schon so mindestens zweimal die Woche einzubauen. Ja, Niklas Kronwall ist für die Spielerentwicklung zuständig, unter anderem auch bei Grand Rapids. Der geht zu den Spielern hin und versucht, ihnen Tipps zu geben und mit denen zu arbeiten. Das ist natürlich die perfekte Person eigentlich, weil er hat selber alles erreicht. Er hat über 1000 NHL-Spiele, er hat einen Stanley Cup gewonnen, er hat Olympia-Golds, er ist Weltmeister geworden. Er hat unheimlich hart gespielt, hat aber auch die offensiven Outputs gehabt. Und damit ist es natürlich schon ein Spieler, auf den man hochschaut und der natürlich auch was hat von seiner Art und Weise, das er einem beibringen kann. Wie oft kommt er und wie ist der Austausch? Ich glaube schon so mindestens zweimal im Monat, also alle 14 Tage sind sie schon für meistens 2 Tage in der Woche da, und dann versuchen wir einfach so viel wie möglich auf dem Eis abzuarbeiten. Well, he's the complete package. You know, he skates well, he's a big man. He's still just 18 years old, he's just scratching the surface, but he's coming along real well in his first year pro over here. I'm excited. His offense is coming along real well.
He's getting more involved on the offensive side of the puck. Defensively, he's just sound. He knows how to play the game. He's real good with the puck. He moves really well, great skater. He's got so many good attributes in his game already, and I'm very excited to see where he can take his game. Und es macht unheimlich viel Spaß, wenn man einfach so ein bisschen eine Abwechslung hat mit ein paar anderen Leuten, die immer motiviert sind, mit dir irgendwas Neues zu lernen. Immer wenn unsere Coaches da sind von Detroit, dann setzen wir uns kurz zusammen. Sie schneiden drei, vier Minuten Videoclips zusammen. Wir gehen über ein paar Sachen, die wir uns für den nächsten Monat vornehmen und reden über ein paar Sachen, die super waren, ein paar Sachen, die ich besser machen muss. Von daher sind sie immer dahinterher, so einen guten Draht einfach zu pflegen. Ich glaube, das zeigt relativ gut das Business in der NHL oder überhaupt in Nordamerika. Das war Spieltag. Es ist einer da, der für die Spielerentwicklung zuständig ist. Und was macht er am Spieltag, obwohl der Spieler schon längst runter möchte, weil er abends im Spiel seine Bestleistungen bringen möchte? Er muss noch zusätzliche Aufgaben machen. Er muss schießen, der Puls geht hoch. Auf der einen Seite ist das für den Spieler, und das weiß ich selber, ist das echt nervtötend, weil du denkst, Alter, warum kommst du denn woanders mal, wo es besser passt, wo ich mich verausgaben kann? Ich möchte heute Abend meine Leistung zeigen. Sonst steht ihr nämlich wieder da und sagt, warum hast du denn abends nicht gescheit gespielt? Und das ist aber so ein Zwischenmaß, wo man auf der einen Seite zeigen muss, ja, ich höre dir zu und ich arbeite hart an mir. Auf der anderen Seite möchte man aber auch runter, weil man eigentlich die Leistung abends zeigen möchte. Hey, sorry, I just had like a wide open lane. Yeah. Drag that PK guy, make him turn his feet. Yeah. Bring him as far away as you can and bring it back. Yeah. Okay. Yeah. Hey. Im Training, der Kampf um die Plätze, der Kampf um den Platz auch in der NHL, ist der im Training auch zu merken? Hier und da bestimmt schon. Der eine kriegt den Call-up, der andere wird runtergeschickt und ist natürlich immer Konkurrenzkampf, aber das lassen wir uns natürlich nicht anmerken. Wenn man Training anschaut, fällt auf, du grinst von der ersten Minute eigentlich bis zur letzten. Ich glaube einfach, es ist ein guter Mix zwischen Alt und Jung. Wir haben sehr viele routinierte Spieler, glaube ich, einfach da, die wissen, wo der Hase langläuft, die wissen, wie es abläuft. Und wir haben aber auch echt viele junge Spieler, die einfach mit so ein bisschen jugendlichen Leichtsinn vielleicht noch so durchs Leben laufen. Und wir versuchen das einfach so ein bisschen durchzumischen. Und jeder hat eigentlich hier immer gute Laune. Wir sind immer fokussiert, aber immer mit einer guten Stimmung. Hast du vielleicht ein Understanding, weil du ein Erstrunden-Pick bist, positiv wie negativ? Ja, vielleicht von außerhalb, aber das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ich konzentriere mich auf mich und auf die Mannschaft. Von daher versuche ich einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden, jeden Tag irgendwas Neues einzubringen ins Training und immer respektvoll, immer pünktlich zu sein. Von daher, dann wird alles passieren, dann wird alles gut. It's tough for a young guy to come into this league. Different country, different coaches, different size ice surface. There are a lot of firsts he's going through. He's living on his own. So I think for all things considered, he's doing a great job of getting acclimated to the North American game and to the North American and the American, I guess, society in a way. So again, credit to him. I when I put myself in his shoes as an 18, 19 year old kid, I could barely drag my butt out of bed to get to class in college. So he's a very mature kid for his age, but at the same time, he has fun. And I think that anytime you get a young kid that's hungry and has fun and enjoys what he does, it's a great combination. Wie war für dich der Anschluss als Deutscher hier? Du hast gerade schon angesprochen, du bist weg, ist dein erstes Jahr hier in Nordamerika, hier im Team.
fast nur Nordamerikaner. Wie bist du da zurechtgekommen, reinzurutschen wirklich ins Team? Ja, natürlich hatte ich am Anfang meine Bedenken, ab und an noch mal ein bisschen mit Heimweh zu kämpfen. Das denke ich ist normal. Aber ich fühle mich unheimlich wohl. Es ist ja oft so, dass wenn man als Europäer hier rüberkommt, dass die Nordamerikaner auch mal ein bisschen testen wollen. Hattest du schon einen Fight? Fight zum Glück noch nicht, muss ich sagen. Das kann auch gern noch warten, aber man weiß nie. Im Moment ist alles gut, so wie es ist. Aber natürlich, man bekommt schon ab und an mal die ein oder andere harte Zeit. Das, denke ich, gehört dazu. Man wird getestet. Das ist auch von den Trainern, glaube ich, ganz normal. Das ist ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz wollen sie eigentlich immer nur das Beste für dich. Und das merkt man auf jeden Fall. Well, the future is extremely bright for him. The sky's the limit for him. So we're excited to have him on a daily basis here, and we're excited to, if and when he gets the opportunity to go to the National Hockey League, we'll be his biggest fans moving forward. Für mich war das eigentlich emotional, nach Grand Rapids zurückzukehren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war das Jahr, als ich in Amerika gespielt habe, als Ottawa in diesen 3 Jahren wirklich nur in diesem einen Jahr das eigene Farmteam hatte und ich die regelmäßigen Call-ups in die NHL bekommen habe und dann auch mein einziges NHL-Spiel bekommen habe. Insofern war es für mich was Besonderes, da tatsächlich wieder zurückzukehren. Ich war seitdem nicht da. Und es war auch sehr interessant zu sehen, wer da noch alles ist. Und da sind einige Leute noch, die auch zu meiner Zeit vor über 20 Jahren da waren. Und in der Kabine hat sich zwar einiges geändert, aber grundsätzlich ist vieles gleich geblieben. Und es war einfach schön, das wieder zu sehen. Mo, wir sind hier in eurer Spielarena, in der Werner Endl Arena. Wie oft seid ihr eigentlich hier und wie oft seid ihr noch in zusätzlichen Trainingsarena? Kommt immer darauf an, wenn ein Konzert ist oder so. Passiert zum Glück nicht so oft. Also ich würde sagen, bestimmt so 80% der Saison sind wir schon hier. Wir ziehen uns auch hier um, selbst wenn wir in der anderen Arena trainieren. Das ist dann ein bisschen lustig, weil dann fahren wir mit unserer kompletten Ausrüstung in unseren Autos dann darüber. Nur die Schlittschuhe einmal quer durch die Stadt, das ist schon eigentlich recht lustig. Das können wir leider nicht filmen, aber wir können uns mal die Kabine anschauen. Willst du es dir mal zeigen, Max? Auf jeden Fall, gerne. Gehen wir gerne nach. Was auffällt, und das ist auch in der NHL und auch hier in der American Hockey League, du gehst vom Eis runter und gehst eigentlich sofort in die Kabine rein. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so ein etwas größerer Unterschied, weil man doch in Europa, glaube ich, öfter mal so ein bisschen längeren Weg hat. Und ja, hier direkt eigentlich schon präsent, die beiden Calder Cups oben an der Decke. Das ist die Meisterschaft in der American Hockey League, die so Grand Rapids zweimal gewonnen hat. Ja. Hier eure Schläger. Genau, ein paar Schläger, so glaube ich eigentlich, wovon jeder Eishockeyspieler eigentlich immer am meisten träumt, von den Schlägern. Ja, und dann geht es eigentlich schon direkt hier rein. Warte mal, das müssen wir ja hier Betreuer. So. Die haben ja hier eigene Kabinen, da wird auch geschliffen drin. Auf jeden Fall. Ist so sein Reich. Muss natürlich immer respektvoll sein, immer anklopfen. Wird viel Wert drauf gelegt. Dann. Aber auch ein Platz, wo die Spieler mal abhängen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immer mal ein bisschen für auch mal ein bisschen Quatsch zu haben. Von daher, da müssen wir auf jeden Fall nicht rein. Coaches Office. Gehst du gerne rein oder weißt du, wenn du rein musst? Ist natürlich meistens immer irgendwas passiert, aber deswegen ist jetzt nicht allzu schlimm. Okay. Dann biegen wir hier mal ab. Ja, auf jeden Fall natürlich gleich erstmal beide Logos. Denke ich, eigentlich sind relativ schön anzusehen. Hätte es auf jeden Fall schlechter treffen können. Ja, viel Tradition, die mit den Red Wings verbunden wird. Von daher kann man da schon stolz drauf sein. Und dann sind wir schon mittendrin eigentlich. Im Reich. Im Reich, ja. Ja. Kabine wurde umgebaut, hast du mir vorher gesagt, hat riesengroß auch das Logo oben drauf. Ja. Wo sitzt du? Ein bisschen weiter hinten, trotzdem relativ zentral. Super Plätzchen, würde ich sagen. Irgendwie wurde das so eingeteilt vor der Saison. Eigentlich relativ wenig Mitspracherecht gehabt als Jüngster. Aber nee, das passt schon. Ich fühle mich hier wohl. Normalerweise sitzt der Gustav Lindström neben mir. Der hat jetzt ja vorgestern Call-up gekriegt. Sind die Detroit aktuell? Ja. Weil wir gerade da sind, was ich gesehen habe an den Schlittschuhen, du hast einen speziellen Schutz noch drauf.
Eigentlich bin ich nicht so ein Riesenfan davon, aber... Von Schüsselblocken? Nee, von dem Extraschutz oben drauf. Aber ja, hilft mir natürlich in der einen oder anderen Situation doch ganz schön. Und ja, am Ende des Tages will man eine lange Karriere haben. Von daher ist das natürlich nichts Schlechtes. Haben natürlich jetzt inzwischen auch viele Verteidiger noch zusätzlich drauf, weil viel passiert, weil die Schüsse auch so hart sind. Wenn ihr Ansprachen habt, habe ich vorne gesehen, gibt es die Taktiktafel. Aber das kann man auch multifunktional verwenden. Ja, auf jeden Fall. Wir sind immer große Freunde davon, am Morgen einfach ein bisschen Fernsehen anzumachen. Ja, meistens läuft irgendwas im Sport. Wir schauen ein bisschen durch. Einfach ein bisschen andere Gedanken zu kriegen, um den Tag gut reinzustarten. Dann ab und an mal ein bisschen Musik und dann läuft alles. Wird es auch genutzt vom Trainer in der Drittelpause, dass er hier was zeigen kann auf dem Video, was passiert ist oder was nicht gut ist? Ja, auf jeden Fall. Wenn nicht, entweder ruft er uns in sein Büro oder wir machen es hier schnell, wenn es alle sehen müssen. Und oftmals haben wir dann unsere Schlüsselworte fürs Spiel oder irgendwelche Sachen vom Gegner, die sind dann meistens am Board. Und da kann jeder nochmal drüber schauen, bevor er dann wieder rausgeht. Von daher ist es für mich eine super Sache. Du hast ja auch die Kabine von Detroit gesehen. Von der Größe tut sich zwischen der American Hockey League und der National Hockey League nicht viel von den... Ja, ich meine, es ist schon ein relativ großer Unterschied am Ende doch noch. Ich meine, wir haben die Chance, dass wir eine super große Lounge noch haben, die jetzt nicht unbedingt verbunden ist. Aber in Detroit ist natürlich schon nochmal ein bisschen größere Plätze, eine Küche direkt mit dabei. Von daher ist schon alles wirklich perfekt. Aber man will sich natürlich hier auch nicht beklagen. Alles ist super neu. Wir haben einen unglaublich großen Hygienebereich mit allem, was dazu gehört. Wird auf die Mundhygiene viel Wert gelegt? Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ja, da können wir auch weitergehen, da hast du recht. Hier sind die Umkleiden von den Straßenklamotten. Also ihr kommt eigentlich von hinten rein, wenn richtig, ihr kommt. Richtig. Wir sind jetzt quasi vom Eisgang. Ja. Aber normalerweise kommst du in der Früh da rein oder auch zum Spiel und dann zieht man sich hier erstmal aus. Genau. Eigentlich relativ simpel, jeder hat seinen Platz. Ist natürlich super, dass es auch eine optische Trennung einfach zwischen der Kabine ist und der Umkleide. Da wohnt der Physiotherapeut, hätte ich beinahe gesagt. Also da sitzt der Physio, oder? Ja, genau, unsere beiden Physiotherapeuten. Hier natürlich unsere Physiobänke, relativ simpel. Behandlung. Alles, was man so braucht. Hypervolt. Ja. Nimmst du her? Ja. Das ist ein Massagegerät. Also eigentlich geht es so, man geht dann auf den Muskel drauf. Ja. Ist schon gut hergenommen, es scheppert schon gut. Ich bin eigentlich immer nur da hier, um so ein bisschen gute Laune reinzubringen. Vielleicht mal in den Cold Top reinzuspringen, aber das war es dann auch schon wieder. Ist tatsächlich, nimmst du die Dinger her, Cold Top oder Hot Top, wenn dann? Beides. Schon großer Freund davon geworden. Hilft mir einfach, wieder bereit zu sein für den nächsten Tag. Vor allem, wenn wir Back-to-Back-Spiele haben, wo du Samstag, Sonntag spielen musst oder Freitag, Samstag, ist immer gut, den Körper gleich wieder runterzukühlen und. Cool. Und da geht's quasi wieder raus. Genau. Und dann sind wir wieder vorne im Eingangsbereich Richtung Eis. Ist noch eine kleine Küche? Ja, ganz, ganz sperrig. Einfach so ein paar Snacks, unsere Getränke, Kaffeemaschine, Mikrowelle. Alles das, was heißt aber auch, ihr macht es nicht so wie bei der NHL, dass ihr das Essen hier bekommt. Nee, also jeder geht dann nach dem Essen für sich irgendwo das, was er denkt, was er braucht, zum Mittagessen holen. Und meistens gehen wir natürlich schon zusammen, versuchen irgendwie immer so ein paar Grüppchen zu haben, dass man natürlich auch ein bisschen noch so Zeit verbringen kann. Okay, dann danke für den schönen Rundgang hier. Ja, gerne. Also das erste Mal, wo wir Moritz getroffen haben, war, als er 17 Jahre alt war und verletzt war, in der Reha bei Hoffenheim. Danach, da war er eigentlich relativ locker drauf und war gleichzeitig schon sehr selbstsicher in den Antworten. Also er war unheimlich weit als Mensch zu diesem Zeitpunkt. Das ist was echt auffällt. Dann haben wir ihn wieder getroffen vor dieser Saison, als für ihn klar war, dass er nach Nordamerika geht. Und da war er... Gleich, er hat auch immer dieses Neckische gehabt, aber man hat gleichzeitig gemerkt, dass ein gewisser Druck da ist, den er damals da auf der Reha nicht gehabt hat. Das ist also so ein bisschen so rausgeschüttelt gewesen. Und diese Lockerheit hat er ja jetzt wieder, als wir ihn in Grand Rapids getroffen haben.
Lass uns mal ganz vorne anfangen. Jetzt bist du fast 7 Monate hier. Wie ist es gewesen für dich anzukommen in den USA? Eine riesen Vorfreude war da, aber auch so ein paar Bedenken. So das erste Mal alleine in einem neuen Land und dann gleich so weit weg. Aber ja, hat super funktioniert bis jetzt. Ich fühle mich unheimlich wohl. Die Jungs haben mich echt gut aufgenommen. Hab ein schönes Apartment, das ich mir teile. Von daher kann alles zu Fuß erreichen. Wenn wir dann mal einkaufen fahren müssen, dann hat der Joe Veleno, der hat ein Auto, mit dem ich mir das Apartment teile. Dann fahren wir zusammen los. Von daher passt eigentlich alles so rundherum auch. Gibt es trotzdem Dinge, die du vielleicht hin und wieder mal vermisst? Natürlich Mama und Papas Essen. Das war natürlich schon ein Genuss. Wenn man nach Hause kommt nach dem Training und alles war fertig, hat man sich natürlich wie der Prinz gefühlt. Aber das ist halt jetzt vorbei. Aber es ist natürlich auch schön, dass man natürlich jetzt auch so sein eigenes Ding machen kann. Fordert dich als 18-Jähriger manchmal dieser Auslandsaufenthalt oder nimmst du den vielleicht ein bisschen spielerisch, so wie jemand, der das Abitur fertig hat und sagt, hey, jetzt gehe ich mal Backpack reisen ein halbes Jahr? Also es ist schon Arbeit. Ich meine, es ist schon ernst und das ist mir schon jeden Tag bewusst. Aber es macht halt unheimlich Spaß. Es können wenige Menschen sagen, dass sie wirklich den Beruf lieben, den sie ausführen dürfen und ihre Leidenschaft ausüben dürfen. Von daher bin ich da schon echt stolz drauf. Und ja, man ist natürlich auch einfach in einem Land, wo Eishockey natürlich mit einer der Top-Sportarten ist. Von daher ist das natürlich schon so ein Traum, der einfach wahr wird. Was war vielleicht die größte Umstellung für dich weg vom Eis jetzt mal, weg vom Eishockey hier rüben in den USA? Ja, gute Frage. Eigentlich am Ende des Tages nicht so viel. Ich meine, ich fühle mich jetzt relativ wohl, fühle mich angekommen. Ich glaube, es war einfach die Umstellung, dass man einfach, glaube ich, seine Zeit einfach echt gut einteilen muss, weil davon nicht so viel übrig bleibt, weil doch der Sport einfach so viel Zeit aufwendet, dass man halt enttacken muss, wann man Wäsche macht, wann man einkaufen geht, weil es ist halt schon zweimal passiert, dass wir dann vom Roadtrip nach Hause gekommen sind und es war halt nichts mehr im Kühlschrank. Da muss man halt auch durch, von daher, das gehört auch dazu. Aber da wächst man natürlich auch als Person. Es ist ein Jahr her, wo du deine erste Weltmeisterschaft gespielt hast. Was ist von deiner ersten Weltmeisterschaft noch in Erinnerung? Relativ viel. Es war eine unheimlich coole Reise für mich. Das erste Mal angefangen mit dem Vorbereitungsspiel in Mannheim gegen die USA. Da natürlich voller Vorfreude und für mich doch relativ überraschend, dann doch mitfahren dürfen. Und es war eine super Reise. Wir hatten ein gutes Team, haben unser Ziel erreicht. Wäre natürlich auch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber es war unheimlich schön. Wer hätte es gedacht, dass man gleich 2 Tore schießen kann in seiner ersten WM. Von daher bin ich da echt relativ stolz darauf, wie das alles so abgelaufen ist. Warst du vielleicht überrascht, dass du so gut dieses Level gehen kannst, persönlich jetzt, als Spieler bei der WM? Ich war schon relativ überrascht, weil man stellt sich schon vor, es ist halt doch nochmal ein größerer Unterschied zur DEL. Aber ich habe einfach befreit aufgespielt. Ich meine, ich hatte nichts zu verlieren. Ich kam mit viel Rückenwind von der Meisterschaft zur WM und hatte eine große Brust und wollte mich beweisen in der Welt. Und ich glaube, das ist relativ gut gegangen. Nach der WM dann der Draft. Du bist von Detroit an 6. Stelle gedraftet worden. War das vielleicht bisher in deiner Karriere der Moment? Ich denke, da sind ganz viele Momente. Oftmals sind vielleicht auch einfach die kleinen Momente, die so in der Kabine passieren. Aber es ist natürlich schon ein riesen, riesen Ding gewesen. Ja, an 6. Stelle ist immer noch ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Aber jetzt ist es gehört dazu. Am Ende ist es eine Nummer und ist vielleicht einen kleinen Schritt näher gekommen, irgendwann in der NHL zu spielen. Aber noch ist es ein weiter Weg. Von daher muss man da relativ das Ganze entspannt sehen, denke ich. Mo, du hast dich nach dem Draft dann entschieden, kein weiteres Jahr in der DL zu verbringen, sondern hier rüber zu gehen. Warum dieser Schritt jetzt mit Abstand? Warum hast du gemacht, dass du gleich rüber gehst? Großes Ziel war natürlich schon, vielleicht irgendwie einen Spot erwischen in der NHL. Das war natürlich das große Ziel im Main Camp.
Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann will man sich natürlich durchkämpfen in der AHL. Man hat viel vorher gehört darüber, dass es nicht einfach werden würde. Aber ja, ich habe mich einfach der Aufgabe gestellt und bis jetzt läuft super. Ich spiele gutes Eishockey, kriege viele Minuten Eiszeit. Die Trainer vertrauen mir, von daher ja, war alles so gut. Ja, was wäre, wenn ich in Mannheim geblieben wäre? Das ist eine super Frage. Mit der beschäftige ich mich aber allzu wenig. Von daher ist ja, Grand Rapids das Hier und Jetzt und alles andere ist relativ nebensächlich. Frage, die jeder immer stellt: Was ist der größte Unterschied, wenn du bloß einen nennen würdest, auch in der Spielweise vielleicht, zwischen DEL und American Hockey League? Der Faktor Zeit und ja, ich glaube einfach der Faktor Zeit. Die kleinere Eisfläche führt dazu, dass man wenig Zeit hat, wenig Raum und Zeit. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Wenn man das kapiert, dann kann man relativ schnell Anschluss finden, denke ich. Und das ist für mich so der größte Unterschied. Es hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man zuschaut, du hast dein Spiel ein bisschen geändert. Also die Checks, die du momentan wirfst, die habe ich in der deutschen Eishockey Liga vorher noch nicht gesehen. Ja, ich glaube einfach, man muss auch seinen Körper ein bisschen schützen. Die Jungs sind doch alle noch mal ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Ja, und am Ende des Tages gehört das trotzdem irgendwie zu meinem Spiel dazu. Ich versuche immer hart zu spielen. Ja, und wenn der ein oder andere Check dann da mal dazu kommt, ist natürlich auch schön. Du hast vor allem bei deinem ersten Tor einen brutalen Jubel loslassen. Ja. War ja wichtig, dass du nicht bloß ankommst, spielst, viel Eiszeit bekommst, sondern dass du auch offensiv Akzente setzen kannst? Ja, es war einfach, hat einfach ein bisschen gedauert. Ich glaube, am Ende waren es 17 oder 18 Spiele. Ja, man will immer nicht so viel sich damit beschäftigen, aber irgendwo in seinem Hinterkopf schwirrt das natürlich schon rum an, ja, viele Leute von außen, ja, sagen irgendwas, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Das, was hier drin passiert, das ist wichtig für mich. Aber ja, es war einfach schön, irgendwie den ersten Treffer da verbuchen zu können. Und von jetzt an geht es natürlich mit breiter Brust weiter. War es der richtige Schritt, rüber zu gehen? Auf jeden Fall. Würde ich jedes Mal wieder machen. Ja, gehört viel dazu, das zu machen. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ja, jetzt kann es auf jeden Fall immer nur weiter nach vorne gehen. Wie funktioniert hier bei der American Hockey League der Kontakt zu Detroit? Gibt es den eigentlich? Bekommst du da regelmäßig Feedback? Ist man im Austausch? Oder ist es eigentlich so, hier Leistung bringen hier unten und dann mal schauen, was passiert? Nee, also natürlich gibt es schon ja, regelmäßig Kontakt zwischen unseren Development Coaches und unseren Spielern, wo man einfach drüber redet, was so ja, im nächsten Monat vielleicht passiert, worauf man Wert legt. Manchmal ist es vielleicht, dass man versucht, offensiv ein bisschen mehr zu agieren, vielleicht den nächsten Monat, dass man ja unheimlich hart spielt. Da nehmen wir uns immer Sachen vor und stehen eigentlich schon regelmäßig in Kontakt auf jeden Fall. Bist du bereit für die NHL? Ich glaube, an meinem Spiel muss ich schon noch ein bisschen was ändern, um dann wirklich auch langfristig erfolgreich sein zu können. Man möchte natürlich nicht, 9 Spiele oben spielen und dann nächstes Jahr wieder vielleicht in der AHL starten und dann so ein Up and Down haben. Wenn man nach oben geht, dann will man natürlich auch oben bleiben und das ja ein Leben lang. Von daher muss man bereit sein und wahrscheinlich bin ich das jetzt einfach noch nicht und habe aber hier die Chance, einfach jeden Tag besser zu werden und mich darauf vorzubereiten, irgendwann bereit dafür zu sein. Mo, aktuell pausiert Eishockey ja gerade weltweit. Lass uns doch mal auf deine erste Saison in Nordamerika schauen. 49 Spiele hast du gemacht, 22 Punkte, davon 2 Tore, fast in jedem zweiten Spiel gepunktet. Wie zufrieden bist du mit deiner ersten Saison in den USA? Ja, auf jeden Fall sehr glücklich. War ein holpriger Start, ein bisschen war natürlich alles ein bisschen anders auf der kleinen Fläche, aber das ist alles gut gegangen, von daher habe ich mich relativ schnell einleben können. Zum Ende hin auch bis zu fast 27, 28 Minuten gespielt. Von daher würde ich sagen, einwandfreie Rookie-Season, also da gibt es nichts
dran zu ändern, bin ich sehr stolz drauf. Eine Organisation, die hinter einstehen muss. Man muss ja schon sagen, die haben dich da bewusst aufgebaut dieses Jahr, die Möglichkeiten ergeben, die du dir natürlich dann auch genommen hast. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Corona, das kommen ist, es wären die letzten Spiele der Saison reingegangen. Detroit hätte die Playoffs nicht geschafft. Hatte dir Corona möglicherweise deine ersten NHL-Einsätze geklaut dieses Jahr? Ja, das kann man jetzt so oder so sehen, denke ich. Muss es realistisch sehen, die Saison ist vorbei, da gibt es keine Einsätze im Moment. Die hätte ich mir natürlich gerne erarbeitet, aber ich habe unendlich viel Zeit noch. Man hofft es natürlich einfach, dass irgendwann vielleicht der Anruf kommt vom Management und dass man endlich sich ins Auto setzen darf und zum Team stoßen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach hart dafür gearbeitet, mir das diesen Wunsch irgendwann zu erfüllen, und vielleicht wird es dann halt erst nächstes Jahr soweit sein. Von daher ist überhaupt kein Stress. Jetzt war ich ja auch drüben und habe zwei Spiele in der American Hockey League gesehen, damals gegen die Texas Stars. Wie würdest du insgesamt dieses Erlebnis American Hockey League und vielleicht alles außenrum um die American Hockey League im Vergleich zur DEL beschreiben? Insbesondere auch so Fans, die vielleicht deutsches Eishockey gewohnt sind. Ist natürlich doch nochmal ein bisschen anders. Ist wesentlich, wesentlich reiseintensiver. Es werden viele Spiele in sehr kurzer Zeit abgespielt. Ist natürlich unheimlich hart und wird unheimlich aggressiv gespielt. Denke ich, aufgrund der kleinen Fläche ist das einfach nicht änderbar. Aber am Ende des Tages ist trotzdem Eishockey und es macht riesen Spaß. Und von daher, denke ich, ist trotzdem für jeden sehr, sehr anschaulich. Robust und hart ist auch gegen Texas Zugang. Ich glaube, Zeit genug, mal reinzuschauen. Für das Erlebnis American Hockey League muss man nicht wie Mo Seider gleich hier in der Van Arena Spieler sein. Nein, man kann auch einfach Tickets kaufen. Und die gibt es bereits ab 19 Dollar hier. Das teuerste Ticket 40 Dollar. Und dann kann man die American Hockey League erleben. Und da nehme ich Sie heute mit. Kommen Sie mit rein. So, jetzt sind wir drin in der Van Andel Arena in Grand Rapids. 11.000 Leute haben hier Platz beim Eishockeyspiel. 1996 wurde sie eröffnet und sie ist immer noch gut in Schuss. Man kann sich den ganzen Spaß hier auch leisten. Hier dieser Platz direkt am Plexiglas, ganz da unten, mit dieser genialen Sicht, kostet 40 Dollar pro Mann im Vergleich. Letztes Jahr waren wir in Chicago, hat dieser Platz 500 Dollar in Chicago in der NHL gekostet. Und ungefähr in der Mitte eigentlich der beste Platz in jeder Eishockey-Arena, wo man sitzen muss. Tatsächlich ist das auch was, wo man sagen kann, das kann man sich leisten. 29 Dollar kostet der Sitzplatz hier mittendrin. Da mache ich es mir bequem. So, und jetzt sind wir hier oben in der zweiten Etage angekommen. Für mich persönlich auch einer der schönsten Plätze hier in der Arena. Ganz vorne in der ersten Reihe. 26 Dollar kostet der. Es kann keiner vor dir sein, du siehst perfekt drauf, also von der Spielansicht, wunderschöner Platz. Ja, die Halle füllt sich schon langsam, wir kommen immer näher zum Warm-up und auch zum Spiel. Und wenn ich hier oben stehe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, American Hockey League, man stellt sich manchmal vielleicht vor, kleine Eishallen, nicht viel los, aber hier, das ist eine moderne Multifunktionsarena, 11.000 Leute hier drin und auf die Stimmung bin ich jetzt gleich gespannt. Tonight's Giveaway sind Mützen, Cappies, und da ich einer Freeloader bin und mich Leute immer fragen, sie wollen was haben, nehme ich auch eine mit. So, thank you very much. You're welcome. Kannst du was? Egal, wir nehmen es mit. Und los geht's in Umlauf, da schauen wir natürlich, was es hier alles gibt. Hier oben, Originaltrikots sind es nicht, aber zumindest doch sind Originaltrikots, 140 Dollar. Hier, das wäre doch eigentlich schon was hier.
Beer, Hockey, Grand Rapids Griffins. Man muss dazu sagen, Grand Rapids ist die selbsternannte Beer City of America. Can I have a Labatt Blue, please? Okay, just need your ID, please. Sure, ID. I look like 19, I know. 100% check IDs. So you're giving me a tough one. Okay. Germany, perfect. Yeah. How much is it? $8.75. Also knapp $9. Dankeschön. So, wie man sieht, ist es wirklich original leckeres amerikanisches Bier mit richtig schönem Schaum oben drauf. Ah, das lasse ich mir jetzt aber mal schmecken. It's another drive and a save by Gloucet from the puck away. Score! Eric Tangredi! Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal eine Runde und schauen, was hier kulinarisch alles gibt. Was wirklich auffällt, man sieht es hier schon, das Spiel läuft gerade. Wir sind in der 10. Spielminute im zweiten Drittel und es ist ja draußen fast genauso viel los wie drinnen. Ah, und da ist meine Bestellung. Das ist nett, dass der das jetzt schon gebracht hat. Thanks. So, dann gehen wir wieder rein, gehen auf den Platz. Hier ist der erste Essenstand, jetzt, wo es nur Essen gibt, glaube ich. Dementsprechend Cheeseburger oder ein Hotdog, ein Klassiker eigentlich hier, sollte man sich gönnen. I go with a hot dog, please. Yeah. So. Oh, das ist echt heiß. Ja, ich würde sagen, gute Röstaromen. Ja. Und natürlich hier ein bisschen Relish. Kleingeschnittene Gurken. Echt durchschnittlich. Was darf nicht fehlen? Natürlich das Maskottchen. Hey Griff, ich frage mich immer noch, was er genau ist, aber er schaut gut aus. Have fun, ne? So, wir sind noch in der Drittelpause und was wirklich auffällig ist in der American Hockey League, sie geben sich unheimlich viel Mühe, dass die Zuschauer hier wirklich Entertainment bekommen. Wie immer gibt es natürlich die T-Shirts, die rausgeschossen werden. Aber es gibt viele kleine Nebensachen, die hier noch in der Drittelpause stattfinden. Kinder, die Eishockey spielen, Leute, die singen. Ganze Bands haben sie heute aufs Eis geschickt. Also da ist unheimlich viel los. Und dementsprechend ist 3 Stunden auch wirklich Vollgasprogramm hier. Les Perron's face to face down in the near corner. And Mo gave a pretty good ride into the glass afterward. Right side, Chris Terry to Sider in the middle, high slot. He goes, shot, deflect, score! And just like that, it's a 3-2 game. And did Svechnikov get another one? And the shot sent in by Mo Sider, and it, I believe it hit Svechnikov up in the hip or somewhere. Look out! Big hit! Oh, he just hammered his man. And now we got Fettelberg going after Sider. Are they going to drop the gloves? Oh.
Mo, lass uns mal ein bisschen über das Wochenende sprechen, über die zwei Spiele. Eine Niederlage nach Verlängerung, ein Sieg heute. Du hast selbst gescored, hast ein paar gute Hits geschmissen, warst bei fast allen erzielten Toren auf dem Eis. Wie ist dein Fazit von dem Wochenende? Ich glaube, mit 3 Punkten kann man zufrieden sein. Ja, am Ende des Tages haben wir den Sieg heute und 1 Punkt gestern. Von daher können wir zufrieden sein und auch persönlich, also lief es relativ gut, würde ich sagen. Du hast in beiden Spielen über 22 Minuten Eiszeit bekommen. Das auffällt, du fährst sehr viel Eiszeit im Powerplay, aber bist auch in Unterzahl auf dem Eis. Ist das wichtig, damit du dich entwickeln kannst? Auf jeden Fall. Ich kriege Vertrauen von den Coaches. Ich spiele alle Situationen, Überzahl, Unterzahl. Ja, und es ist einfach schön, dass man auf jeder Situation auf dem Eis steht und sich beweisen kann. Von daher denke ich, hilft mir das auf jeden Fall und war auf jeden Fall der richtige Schritt. Dann sage ich vielen Dank für die Tage, für deine Zeit hier. Hat echt Spaß gemacht zu sehen, was du hier machst. Mach weiter so, damit es auch dann noch heißt, number 53 in your program, but number one? I don't know, in your heart.